Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch heute ein paar Tools mitgeben, die ich so rund um das Arbeiten mit Git, also ein paar coole Git-Commands, ein paar coole Tools, die sich irgendwie in Git integrieren, die ich kennengelernt habe oder für nützlich befinde. Und manches ist natürlich direkt von anderen Leuten geklaut aus irgendwie meinem Contributor-Umfeld und manches habe ich aus einem Vortrag gefunden, den ich euch am Ende auch verlinkt habe. Den gibt es auch in Blogpost-Form, wem die Form besser gefällt, um das irgendwie aufzunehmen. Die eine Kategorie an Tools, die ich mal hier aufgeführt hatte, war irgendwelche Tools, um mit anderer Leute Arbeit gut umzugehen. Git als solches ist ja erstmal ein Versionskontrollsystem, aber eigentlich auch so ein bisschen, zumindest mit den konstruierten Plattformen drumherum, so ein bisschen wie ein soziales Netzwerk für uns Developer, wo man auch mit der Software, um die eben kollaboriert und versioniert wird, auch zusammenarbeitet. Und für GitHub gibt es da das GH-Tool. Ich glaube, das liegt irgendwo unter GitHub CLI oder so. Und das ist ein ganz cooles Tool, weil man mit dem relativ einfach einige GitHub-integrierte Operationen durchführen kann. Also hier zum Beispiel so mal den Clone der Webseite auszuführen, also der Noname e.V. Webseite, dann die Webseite zu editieren und keine Ahnung, was könnte man jetzt Schönes machen, Readme anpassen oder so. Hier Test 1, 2, 3 quasi reinschreiben. So, jetzt haben wir hier eine Änderung durchgeführt und jetzt können wir die committen. Und weil wir das wie ein Profi machen, schreiben wir hier eine ganz meaningful Commit Message. Und jetzt könnten wir quasi dahingehend erstmal einen Pull Request erstellen. Und das geht in GH relativ einfach, nämlich macht es einem die ganzen Sachen drumherum auch nochmal leichter. Das heißt, es fragt einen jetzt, okay, das ist nicht dein Repo, möchtest du davon vielleicht einen Fork erstellen? Dann kann ich das jetzt quasi auf Knopfdruck machen, kann den Pull Request irgendwie benennen, kann jetzt hier in NeoVim auch noch irgendwie einen Body dazu schreiben und dann im Browser zum Beispiel das Ganze nochmal reviewen, bevor ich es abschicke oder in dem Fall jetzt halt auch nicht abschicke. Was er jetzt auch gleich noch für mich gemacht hat, ist den Branch zu pushen. Das heißt eben, es gibt jetzt in meinem Fork, den er mir vorher erstellt hat, gleich auch den geupdateten Branch mit meinen lokalen Änderungen. Und hier ist das eingetragen, was ich eben vorher auf der Command Line noch mitgegeben habe. Ich finde, das ist eine ganz gute Sache, gerade eben für Repos, an denen man quasi das erste Mal was ändert. Da nutze ich das dann ganz gern, um nicht von Hand mit den entsprechenden, ich sag mal eher 5, 6 Git-Commands alles drumherum aufzusetzen. Also gerade für so One-Off-Contributions, kleine Bugfixes oder so, habe ich neulich mal was an der ZSH-Completion für eines meiner Programme gemacht. Sowas finde ich darüber ganz praktisch. Jetzt muss ich das natürlich nachher wieder aufräumen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Genau, für GitLab gibt es sowas Ähnliches, das heißt Glab. Das hat kein Herzchen von mir gekriegt, das hat auch coole Features, aber ich finde es zumindest nicht ganz so gut integriert, wie das bei GH teilweise der Fall ist. Wo ich das zum Beispiel auch mitnutze, ist in einem Repo, da haben wir das mit im Makefile drin, um quasi beim Release, um beim Release quasi die erstellten Tarballs und Signatures und sowas noch mit ran zu kleben. Genau, das heißt, das kann man da auch gut benutzen, aber ich benutze das weniger im Alltag, weil ich ehrlich gesagt auch mit den Projekten, die ich auf GitHub interagiere, entweder sowieso die nicht so One-Off-mäßig benutze oder halt ja eigentlich gar nicht. Das andere ist ein Alias für Git, den ein Bekannter von mir mal geschrieben hat. Das soll quasi ermöglichen, wenn man jetzt einen Pull-Request gestellt bekommen hat, wie hier zum Beispiel gegen das gleiche Repo auf GitLab, dass man dann einfach sich den Branch holen kann, ohne erst den Remote hinzuzufügen und. Was man dann nämlich macht, ist quasi einfach den Branch-Namen zu kopieren und das hier wieder zu schließen. Und das habe ich jetzt hier schon vorbereitet gehabt. Und quasi den Namen des Autors und des Branches hinzufügen und dann erstellt dieser Alias einem eben den entsprechend lokalen Branch durch Magic, sag ich mal. Da können wir mal in meine Git-Config reinschauen. Das sind hier so ein bisschen wilde Aliases, die entsprechend den Branch, also quasi vom aktuellen Branch ausgehen, schauen,
wo liegt er im Moment, und dann quasi auf dem gleichen Namespace oder gleichen Bereich auf Git den Fork suchen. Genau, ist einfach ganz praktisch, gerade wenn man ein Projekt hat, was öfter mal geforkt wird, dass man irgendwie nicht in Git Remote, so wie ich hier das habe, viele Remotes eintragen muss. Genau, ein anderer Trick, das ist irgendwie eher, finde ich, was für die Pedanten. Wenn man jetzt an einem Repo arbeitet und gerade eben Pull Requests merged, die von anderen Leuten gestellt werden, dann ist der Merge Request als solches erstmal ungesigned. Ich sag mal, meine Pedantenfreunde haben dann gesagt, nee, der muss auch gesigned sein. Und wie man das also machen kann, ist, indem man den Merge Request oder die Änderung lokal auscheckt, dann auf den Branch wechselt und das kann man zum Beispiel in einem anderen Repo hier sehen. Genau, das andere Repo benutzt nämlich eine andere Merging-Strategie, deswegen ist das nicht relevant. Genau, wenn man jetzt also zum Beispiel diesen Branch derart mergen wollen würde, dann müsste ich ihn mir quasi erst grabben, so wie ich das vorher schon gezeigt habe. Na, falsches Repo. Das ist jetzt... Und der Branch ist dieser hier. Genau, jetzt habe ich hier den Branch, review den irgendwie einmal lokal, wechsle dann wieder auf den Master rüber und merge dann entsprechend so. So, genau. Und die Leute, die tricksen dann das immer noch ganz gerne ein bisschen rum. Ah, der ist jetzt nicht mergeable, aber hier gibt es quasi noch eigentlich so einen Edit Commit Message Button, wo man dann die GitLab vorgenerierte Commit Message klauen kann und den dann einfach übertragen. Und genau, ich breche das hier mal immer ab. Also Zeit meinst du jetzt hier, dadurch, dass du den Commit lokal erzeugst, mit einer nutzt du eben entsprechend auch meinen lokal definierten GPG-Key, um den Commit nachher zu sein. Das heißt, andere Leute können verifizieren, dass das Arbeit war, die tatsächlich von mir gemacht wurde. Tatsächlich hat es nicht so einen riesigen Benefit, weil man muss ja Security immer anhand von einem Threat Model machen und was ist hier noch der extra Security Part, aber okay, das kann man quasi einfach so machen, wenn man das machen möchte. Ist wie gesagt aber auch eher so eine Fußnote und bei weitem zum Beispiel für mich nicht so nützlich wie der GitHub Part da oben. Genau, wir kommen jetzt mal nochmal zu einem ganz anderen Part. Mit Git kann man sich die Arbeit, quasi gerade auch die man in die Git-Hygiene steckt, beliebig kompliziert oder nicht machen. Die klassische Art und Weise, das zu machen, ist ja quasi einfach nur so der 3-Command-Workflow, Git add, Git commit und Git push. Es gibt andere Sachen, die man noch machen kann, dass die Historie etwas schöner aussieht und dass man zum Beispiel nachher einen Merge-Request pro Änderung set hat und jede Änderung in diesem Merge-Request aber eine logische Änderung abbildet. Und Tools, die ich da recht praktisch finde, sind die folgenden. Wenn man nämlich zum Beispiel eine lineare Git-History haben möchte und den Branch, auf dem man arbeitet, gegen den Master-Branch rebased, kommt man ja automatisch in den Fall, dass eben quasi lokal andere Arbeit vorhanden ist, als sie auf dem Remote-Branch ist. Das heißt, man würde klassisch einen Git-Push --force machen. Jetzt weiß ja vielleicht jeder, der schon so ein bisschen Git gemacht hat, dass --force gerade beim Pushen so ein bisschen eine Gefahr hat, gerade eben, wenn das eben von Leuten eingesetzt wird, die nicht so viel Ahnung haben, was sie tun. Es gibt eine ganz gute Zwischenlösung, wo man sich auch fragen könnte, warum die nicht den Default in Git darstellt. Das habe ich mir lokal als Git Jedi abgekürzt, nämlich Force with Care das ist Force with Lease, eine der bescheuert benanntesten Optionen überhaupt. Aber was das quasi macht, ist, er schaut einmal, ob sich der Remote, gegen den wir gerade Force pushen, quasi in der Zwischenzeit geändert hat. Das heißt, ich kann quasi nicht die Arbeit von jemand anderem nochmal mit überschreiben, sondern quasi die Annahme ist, dass seit ich das letzte Mal gepullt habe, der Remote-Branch nicht verändert wurde. Und das ist gerade relativ praktisch, wenn man einen Rebase macht und dann pusht. Wenn jetzt in der Zwischenzeit jemand quasi wieder auf den Branch was gepusht hätte, dann würde der Push rejected werden. Und wir müssten uns nochmal angucken, was da schief geht. Es gibt eine Frage. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wofür du das Force-Pushing
brauchst bei der linearen Historie. Also, wie ich die lineare Historie bisher verstanden habe, ist, naja, du machst lokal irgendwas, remote hat irgendwas gemacht, dann fetchst du das und rebase deine Änderungen oben drauf. Oder musst du nicht forcepushen? Genau, aber ich muss in, also, wenn ich den Branch vorher schon einmal gepusht habe, dann muss ich quasi meinen eigenen Branch forcepushen. Ist klar? Du musst auf deinen eigenen Branch machen. Genau. Und wenn das jetzt ein Branch ist, wo ich trotzdem noch mit anderen Leuten kollaboriere, weil das irgendwie ein komplizierteres Feature ist oder so, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich deren Arbeit, die in der Zwischenzeit gemacht habe, die in der Zwischenzeit gemacht wurde, überschreibe. Und genau, dafür nutze ich eben gerne Git Jedi oder habe also mir lokal das eben leist auf Force with Lease. Das ist auch ein Beispiel, wo man ganz gut sieht, wie Git quasi so seine Evolution macht, nämlich ist eigentlich das, was einmal da ist, wird nicht angefasst oder geändert, sondern es wird quasi durch Hinzufügen von neuen Subcommands, von neuen Optionen oder so eben die Änderung im Verhalten erzeugt. Genau, ein anderes ganz nettes Tool ist Git Smash. Allgemein, wenn man, also das ist ein Tool, was jemand geschrieben hat, allgemein, wenn man eine Änderung durchführt, gerade eben gegen einen eigenen Branch und zum Beispiel Feedback auf einen Pull-Request einarbeitet, dann kann man damit quasi, sucht er einem den richtigen Commit raus, gegen wo man den Fix-Up rein machen möchte. Ich kann das einmal eben zeigen. Wir switchen mal auf ein anderes Repo. Genau. Hier vielleicht noch, hier gerade irgendeinen Branch da. Ne, dann nehmen wir da unser Template-Repo. So. Genau, also wenn wir jetzt hier eine Änderung hätten und uns dann jetzt diesen Commit zum Beispiel anschauen. Nein, git show das hier. Und wenn man jetzt quasi die Änderung an dieser Datei durchführen möchte in einem Feature-Branch und ich hier in der Datei was ändere, ups, hier, ohne das hier vorne, keine Ahnung, hier eine andere Telefonnummer oder sowas hinzufüge und diese Änderung stage, dann kann Git Smash mir eben sagen, in welchen Commit möchtest du das denn hinzufügen und gibt mir quasi hier so einen Fuzzy Finder für, was ist der Commit, von dem ich glaube, dass das am besten hinzupasst. Und genau, möchtest du dahin deine Änderungen reinmachen. Was er dann quasi macht, ist einen Fix-Up-Commit an den anderen amenden und den Rest dann darauf rebasen. Genau, das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich jetzt quasi diesen Commit, der jetzt hier in der History ist, nämlich den hier angepasst und der hat hier eben die neue Telefonnummer. Das ist jetzt auf einer Master-Branch wirkt das alles total absurd, aber wenn man ein Feature hat und gerade annimmt, dass man darauf Review bekommen hat, ist das in einem Szenario mit mehreren Commits durchaus ja, ein Workflow, den man mal haben könnte. Ein weiterer Punkt ist der, dass es, wenn man Sachen rebased, öfter mal ja auch zu Konflikten kommt und es gibt ein Feature, was einem quasi erlaubt, dass Konflikte, die man einmal gelöst hat, recorded werden und auf der Disk eben gespeichert werden und wenn man dann den Commit, den Merge-Konflikt oder Rebase-Konflikt nochmal irgendwo trifft, dann wird diese Resolution genau nochmal so angewendet. Und das kann man eben mit diesen beiden Commands aktivieren. Hat das mit dem Relay, funktioniert das auch, weil ich den Merge abbreche? Also funktioniert das die Datei eben, ich fix eine Datei, mach git add. Ich glaube, dass die Resolution genau dann gespeichert wird, wenn man eben, also sobald der als fertig deklariert, also sobald man den Rebase entweder continued oder halt den Merge als aufgelöst markiert und dann committed. Also ich glaube nicht, dass wenn man ihn abortet, dass das schon Resolution, also das möchte man vielleicht auch gar nicht haben, weil man hat ja abortet. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob man das abbilden kann. Rausfinden und mit uns irgendwann später teilen. Genau, die einfache Variante, gerade von dem, was Git Smash hier oben macht, ist ja das klassische, einfach den letzten Commit amenden. Das mache ich auch eigentlich ganz gern.
Oder was so meine neue Lieblingswaffe für vieles ist, ist git rebase-i, was einem ja erlaubt, quasi eine gegebene Commit-Historie zum Beispiel in einem Branch nochmal zu überarbeiten und gerade eben zu schauen, keine Ahnung, wenn man die Commits irgendwann mal angepasst hat, denen noch die richtige Commit-Message zu geben oder wenn das alles irgendwie Work in Progress 1, 2, 3 heißt, das irgendwann, wenn nicht spät Nacht ist, nochmal ordentlich auszuformulieren oder so. Genau. Das ist einfach auch ist relativ geschickt eigentlich, wenn man git rebase-i irgendeine Commit-Range macht, dann gibt er eben einmal hier die beiden Commits und kann dann zum Beispiel, wenn man den jetzt in den vorherigen übertragen möchte, das einfach speichern und dann hat er jetzt den Work-in-Progress-Commit als Fix-Up in den vorherigen gemerged. Ich hätte als Beispiel wirklich nicht die Webseite nehmen sollen, aber okay. Ihr versteht hoffentlich trotzdem, was ich meine, wenn ich nachher einfach fragen. Genau, ein Freund, der einem da auch öfter mal noch begegnet ist, git reset-hard. Ich glaube, der Name dieses Subcommands sagt einem schon, dass das was ist, was potenziell eher destructive ist. Was das eben macht, ist den aktuellen, ich glaube, head heißt das in Git-Sprache, genau, zu versetzen und ja, je nachdem, wenn man zum Beispiel lokal irgendwelche Änderungen gemacht hat, die nie übertragen hat oder irgendwie sowas, kann das manchmal ganz geschickt sein, um die Änderungen zum Beispiel auf den neuesten Stand von dem, was upstream passiert, eben zurückzusetzen. Wenn man mit git reset-hard was kaputt macht, kann man wie so oft den reflog als Rettung benutzen und das Kaputtmachen resetten sozusagen. Genau, das nur als Hinweis. Es gibt nochmal eine Frage. Ja gut, er setzt dann den Head auf einen, also es ändert auch deinen aktuellen Worktree, genau, in das, was dahin, wo du zurücksetzt. Aber das kannst du nicht mit git rebase-i rückgängig machen, wenn du lokale Änderungen hast im Worktree, die nicht committed sind. Ja, genau, das ist richtig. Deswegen würde man, also in so einem Fall würde ich die Änderung immer stashen oder als Work in Progress committen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es dieses Command gibt. Ich habe es noch nicht benutzt. Ja. Restore ist halt etwas weniger kryptisch als Reset. Ja, wobei das ja auch in Teilen das macht, was Checkout macht, weil Checkout ja sehr overloaded ist. Also ihr habt mich vorher zum Beispiel auch git switch benutzen sehen. Git switch ist auch eines dieser Dinge, die als Command ausgegliedert wurden von dem, was Checkout bisher gemacht hat oder immer noch tut. Aber genau, git switch ist eben, ja, hat so ein bisschen ein weniger breites Feature-Set und ist deswegen manchmal etwas weniger verwirrend. Genau, ich habe noch ein paar Tools mitgebracht, so rund um das Arbeiten mit großen Repositories. Ich habe jetzt hier mal zwei als Beispiele genannt. Das eine ist, sind die Sourcen vom Linux-Kernel und das andere ist, ich habe so einen Repo, wo ich meine ganzen Auer-Pakete drin habe mit Subtrees und dadurch haben sich irgendwie auch einiges an Commits angesammelt und es gibt Git Maintenance. Das ist dafür da, dass man eben ja, dass das Repo optimiert wird, im Optimalfall ohne eben was kaputt zu machen. Wie man sieht, per Default zum Beispiel ist Garbage Collection ausgeschalten, das heißt, es sollte eigentlich nichts kaputt machen. Was das macht, ist so ein paar Dinge vorzuberechnen, einen Commit Graph, es prefetcht Dinge, sodass man, wenn man tatsächlich pullt, eben quasi nur das, was noch nicht lokal geprefetched wurde, ziehen muss und. Und was ich speziell gemerkt habe, weil ich eben in meinem Shell-Integration hier vorne eben so den Git-Status mit drin habe, es macht Sachen auf jeden Fall um einiges schneller. So die eigentlich coolen Features, wenn man zum Beispiel Graphen über die Historie oder sowas anschauen möchte, die nutze ich gar nicht so arg viele, aber allein schon quasi das Repacking und dass die History irgendwie aufgeschrieben wird, ist ganz geschickt. Und dann kann man hier zum Beispiel auch, ich glaube, wenn man Sachen im Commit-Log oder sowas sucht, das wird auch schneller. Genau,
ist im Großen und Ganzen, war mein Takeaway gerade von dem Talk, den ich da angeschaut habe, es kostet nicht viel, das anzuschalten und für große Repos lohnt sich das auf jeden Fall. Deswegen, wenn ihr da irgendwas habt, wo euch im Moment die Geschwindigkeit nervt, könnt ihr es damit ja mal versuchen. Was anderes ist noch, ich würde das kurz mal fertig machen, dass es Git Worktrees gibt. Ich weiß nicht, ob euch das Feature schon mal irgendwo begegnet ist. Man kann quasi aus dem gleichen Repo nochmal einen zweiten Worktree erstellen, was manchmal praktisch ist, wenn man irgendwie zwei Sachen auf einmal anschauen möchte und oder, keine Ahnung, den einen Stand für das eine Projekt hat und das einen für das andere. Wo ich das zum Beispiel gemacht habe, ist hierfür. Das existiert jetzt schon, deswegen machen wir das mal einmal kurz weg. Linux, genau. In dem Fall ist es so, dass ich einen separaten Checkout quasi von den Linux-Kernel-Sourcen verwendet habe für das MKOSI-Kernel-Tool. Das hatte ich ja bei meinem letzten Vortrag hier kurz benutzt. Das kann man eben verwenden, um einen Kernel-Build zu machen und das dann direkt in QEMU zu booten. Und da wollte ich quasi nicht, dass meine aktuelle, also dass das in irgendeiner Form meinen aktuellen Worktree sonst anfasst. Und deswegen kann man einen neuen Worktree machen. Jetzt habe ich dadurch, dass ich den so komisch removed habe, wohl was kaputt gemacht. Einmal so. So, können wir ihn jetzt adden? Okay, genau. Was er jetzt nämlich macht, ist quasi aus den bestehenden Git-Sourcen einen weiteren Worktree auszuchecken und er muss quasi nicht, also es ist nicht ein Copy, sondern die sharen quasi das Git-Directory, diese beiden Verzeichnisse dann. Und das kann bei größeren Projekten, gerade wie jetzt zum Beispiel in dem Linux-Kernel, schon auch ganz geschickt sein. Dann muss ich nicht nochmal die, keine Ahnung, 2-3 Gigabyte oder sowas runterladen. Genau, du hattest noch eine Frage vorher. Und zwar bei der Maintenance hast du gesagt, das kann man anschalten. Was bedeutet das dann, dass im Hintergrund hat irgendwie Blieben läuft oder muss man das regelmäßig ausführen? Gute Frage, nämlich das, was ich hier quasi als Command gelistet habe, ist git maintenance start. Geht quasi her und versucht zu schauen, welche, also wenn du zum Beispiel systemd hast, dann macht er, glaube ich, einen systemd User Service und macht da quasi einen, also eine hourly oder daily Run von den verschiedenen Unter-Maintenance-Commands und hängt sich so quasi rein. Es gibt auch noch andere Maintenance-Commands, nämlich, ich glaube, git maintenance run oder so, wo man eben dann die spezifischen Unter-Maintenance-Tasks ausführen kann. Das heißt, was git maintenance start macht, ist zum einen das Repo zu registrieren und zum anderen aber auch den Daemon Stuff aufzusetzen. Genau, den Timer aufzusetzen. Das ist ja cool. Ja, genau. Und im Großen und Ganzen macht man wirklich halt git maintenance start einmal für das Repo und dann wird es registriert und diesen Timer da hinzugefügt und so. Muss man nicht arg viel machen. Überraschend integriert für das, dass es Git ist, kann man, glaube ich, sagen. Genau, nochmal ein paar weitere Sachen zum Thema Git Blame. Git Blame als solches habe ich bisher vor allem auf der Command Line eigentlich hauptsächlich auf Files aufgerufen. Man kann das aber auch auf Line Ranges aufrufen und man kann das noch viel cooler quasi auf eine Funktion aufrufen, was ich bisher auch nicht wusste. Nämlich zum Beispiel, also Git hat irgendwelche Heuristiken oder Verständnissen für Sprachen integriert, welcher Art auch immer. Und zumindest in so ein, zwei Projekten, wo ich das schon getestet habe, mit verschiedenen Sprachen hat das ganz okay funktioniert, dass man eben versucht, einen Funktionsname oder irgendwie eine Klasse oder irgendwie sowas quasi anhand dieser Syntax, wie sie hier ist, zu verfolgen und zu schauen, was hat sich eigentlich konkret nur an dieser Klasse geändert. Was es auch noch kann, ist quasi Renames und Verschiebungen im Projekt und sowas zurückzuverfolgen und quasi so ein bisschen sowas wie einen Enhanced Ignore Whitespace zu machen. Das heißt, er schaut dann quasi, wo wurde das letzte Mal wirklich, wirklich verändert und nicht nur irgendwie die Zeile in ein anderes File kopiert. Ist natürlich dann auch aufwendiger, das heißt, größere Git-Basen dauern irgendwie wieder länger, aber kann manchmal auch ganz praktisch sein. Genau, ein weiteres Ding, weil ich das für mich auch total praktisch finde, ist eine Editor-Integration. Es gab vor einiger Zeit hier mal von Secure den Vortrag Einführung in Emacs, wo ein großer Teil davon eben war, wie man Margit, also das
Git-Plugin für Emacs verwendet. Und ja, das sah für mich ziemlich cool aus, auch wenn ich kein Emacs benutze. Deswegen dachte ich, ich gebe euch auch noch die zwei Tools mit, die ich da für Vim ganz gerne verwende. Das eine ist, ich habe es falsch geschrieben, Vim Fugitiv von ihm hier. Genau. Und also vielleicht dazu auch nochmal, ich glaube, es ist ganz klar zu sehen, dass dieser Mensch gute Vim-Plugins schreibt. genau, das heißt, das ist eben ein Tool, mit dem ich, wir gehen nochmal auf unser Spielprojekt hier. Nochmal, hier war es. Genau, wo ich jetzt hier für eine Änderung, das habe ich ja vorher auch schon kurz gezeigt, an der README oder so. Und dann machen wir kurz noch mal ein paar mehr Änderungen, hergehen kann und mir hier eine Änderung anzeigen lassen kann. Und was ich dann zum Beispiel sehr gerne benutze und was mir mit regulärem Command-Line Vim immer so ein bisschen schwierig fällt, ist einzelne Sachen zu stagen oder die rückgängig zu machen. Das heißt, was ich dann mache, ist eben mit normalem Vim Visual Mode ein paar Zeilen zu markieren und die dann stage. Das heißt, jetzt haben wir hier ein paar Zeilen gestaged und jetzt hier unten vielleicht nochmal eine oder so und dann zum Beispiel die Sachen hier wieder rückgängig mache oder so. Genau, und das geht auch in Command Line Git prinzipiell mit git add, ich glaube, minus p ist es, wo man dann jeweils so einen Hunk, also eine kleine zusammenhängende Änderung an Zeilen vorgeschlagen kriegt, aber gerade so dieses Pro-Zeilen-mäßige fiel mir da zumindest schwierig und zum anderen, das ist für mich einfach so in meinem Workflow gut integriert und verwende ich deswegen ganz gern. Was ich dann auch noch ganz gerne damit verwende, ist halt sowas wie Blame, dass ich hier am Rand eben sehe, wer hat das committed und wann und wie und wo. Was ich auch noch gerne verwende, ist, sind Shortcuts zum Pushen dieser Änderung, die da auch eben nochmal mit drin hängen. Ein weiteres Tool, was ich hier quasi noch genannt habe, ist fzfcheckout.vim. Das ist ein Plugin, was quasi einem hier eine Liste an Branches gibt, wenn man das Shortcut aufruft und zum Beispiel auch einen neuen anlegen kann. Also wenn ich jetzt hier irgendwie super cool Feature oder so anlege und dann Steuerung B drücke, dann bin ich jetzt im super cool Feature Branch. Kann jetzt hier in die Gesamtübersicht zurückgehen, keine Ahnung, cool Feature committen und jetzt zurück auf den Main Branch wechseln. Na, warum wollte er das nicht? Ja, okay, das weigert er sich jetzt zu machen. Deswegen stashen wir mal kurz unsere Änderungen und gehen dann zurück in den Main Branch. Genau, das ist gerade für die regulären Workflows da eigentlich ganz cool. Für weitere Editoren oder Sachen habe ich keine Ahnung. Ich habe bisher nur in VS Code mal so ein bisschen die Integration benutzt. Die fand ich jetzt nicht so super erwähnenswert oder geschickt. Aber genau, Mileage may vary. Sucht euch einfach mal raus, ob es für eure Editoren, eure Workflows gute Integration eben gibt. Oder lernt den ganzen Command-Line-Git-Kram, das ist natürlich auch sehr geschickt. Genau, ein weiterer Punkt, den ich jetzt in letzter Zeit gerade nochmal zu schätzen gelernt habe, ist so die Projekt-Level-Integration, zum Beispiel über Tools wie Gitcliff. Das ist ein separates Tool, was jemand mal geschrieben hat. Na, hier, weil manche Leute auch Rust als Feature betrachten, ist in Rust geschrieben, toll, blazingly fast und hat sogar süße Animationen. Genau, das kann man eben verwenden, wenn man conventional commits verwendet, um sich zum Beispiel einen Changelog zu generieren, zu gucken, ob die Semver-Geschichten alle richtig laufen. Das heißt, man kann dann mit den conventional commits gewisse Commits als Breaking markieren und dann sagt er einem beim nächsten Mal, na Moment, du hast aber einen Breaking-Commit hier drin, möchtest du nicht die richtige der Version dann hochzählen. Und wofür ich das quasi jetzt meistens benutzt habe, ist, um Changelog-Entries zu erstellen. Nämlich müssen wir hier einmal auf den richtigen Branch. Und jetzt kann man hier zum Beispiel mal so einen Test-Changelog sehen. Das sind jetzt quasi alle Änderungen seit dem letzten Tag, die es gibt. Und wie das im Log aussieht, ist quasi, wir haben immer
die Art oder den Scope der Änderungen, dann was davon betroffen ist, hier die Message dazu und dann unten drunter jeweils nochmal so ein bisschen was Längeres. Wir haben dann jeweils noch spezielle Sachen dazu gebaut, zum Beispiel kann man hier mit GitLab-Issues verlinken. Für GitHub zum Beispiel gibt es, glaube ich, sogar auch eine so wirklich ordentliche Integration, dass das alles irgendwie automatischer geht. Und wir haben hier jeweils noch genannt, quasi was der Component in unserem Projekt ist. Das heißt, gerade zum Beispiel bei Komponenten, die ein bisschen länger sind, muss man das nicht hier oben alles noch in die erste Zeile, die ja eine begrenzte Länge hat, mit reinschreiben. Genau, und dann gibt es eben die Cliff-Tommel, was die Config-Datei für dieses Ding eben ist. Und die hat eigentlich relativ sane Defaults, aber wir haben da nochmal ein bisschen Zeugs drum rumgebaut und groupen jetzt quasi je nach Art der Änderungen und je nach quasi Komponenten in dem Tool und gucken dann jeweils noch, sind irgendwelche Spezialattribute gesetzt und. Da gibt es auch eine ganze Liste eben an Vorlagen für diese Changelog-Sachen. Und die finde ich eigentlich recht praktisch. Wofür das dann später verwendet ist, ist dann, wenn man sich die Releases, nicht Branches, sondern Releases anschaut. Hier. Dann ist hier jeweils quasi so ein Changelog-Entry, in dem Fall jetzt als gerendertes Markdown hinzugefügt, was quasi einfach aus den Commits generiert ist, hier jeweils mit einem Link auf die Issues oder Merge-Requests. Genau, und das ist eigentlich im Großen und Ganzen relativ praktisch, hat aber natürlich den extra Aufwand, dass man allen Contributern irgendwie entweder beibringen muss, wie das mit den Conventional Commits funktioniert, oder eben dann selber nochmal kurz hergehen muss und beim Review entsprechend die Commit-Message oder sowas anpasst. Genau, was es auch noch gibt, sind Git-Hooks. Das verwende ich eigentlich in den meisten wirklich Softwareprojekten nicht so sehr, auch wenn es da Anwendung finden könnte. Aber zum Beispiel bei meinem Repo mit den Hour-Paketen ist es so, dass quasi das Hour-Publish-Tool eine Git-Hook installiert, was automatisch noch die Source-Info nachgeneriert, wenn man quasi committet. Das heißt, da spare ich mir einen extra Make-Package-Aufruf. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oder gut, das ist jetzt eher so ein bisschen mit dabei. Git-Sendmail zum Beispiel ist ja auch noch was so zum Thema Projektintegration und Contribution viel verwendet werden kann. Da hat, ich habe den Namen wieder vergessen, aber hier irgendjemand mal einen ganz coolen Talk zum Thema, wie kriege ich Patches in den Kernel gemacht. Das, was ich mir ganz gerne angeschaut habe, um da ein Referenzmaterial zu haben, was einfach aufzunehmen ist. Genau, ich habe euch noch hier so ein paar Sachen mitgenommen. Wie gesagt, einiges ist aus diesem Blogpost bzw. Vortrag von einem der GitHub-Co-Founder, der jetzt ein anderes Projekt, GitButler, macht. Was heißt, irgendwie, ich glaube, you think you know Git und halt quasi dann ganz viel Zeug, was ich euch zum Beispiel gerade vorgestellt habe. Einiges aber auch noch, was für mich nicht sonderlich relevant war. Genau. Dann hier vorher der erwähnte Talk von Secure zum Thema Emacs und Markit und die ganz wunderbare Online-Dokumentation für Git, genau, wo man, wenn man mal so ein bisschen mit klarkommt, eigentlich auch relativ gut gerade neue Commands und Szenarien verstehen kann. Jetzt danke ich euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Gibt es da noch welche? Also Fragen. Ja? Das mag jetzt sehr spezifisch sein. Du benutzt ja aber auch Fugitive. Aha. Machst du deine interaktiven Rebases auch in Fugitive? Weil da fand ich bisher immer, also ja, es zeigt mir dann schon an, welche Commits das sind. Nur wir stellen dann zwei Dinge. Erstens, die Reihenfolge der Commits ist einfach falsch schon gegenüber dem normalen interaktiven Rebase geht. Mhm. Und zweitens, ich weiß auch nicht so wirklich, wie ich das Rebase-To-Do in Fugitive editiere. Weißt du da mehr? Meine interaktiven Rebases habe ich bisher eigentlich größtenteils über die Kommandozeile direkt gemacht. Was das angeht, ehrlich gesagt, das ist so eines meiner Work in Progress im Moment. Also ne, ich arbeite da nicht aktiv dran, aber das hätte ich irgendwann gerne mal noch besser, dass zum Beispiel das ganze Thema Gesundheit, Conflict Resolution oder gerade so Rebases oder keine Ahnung, dass ich so ein paar Shortcuts habe, um mir irgendwie Logs und sowas
geschickter anzeigen zu können oder, keine Ahnung, vielleicht noch mehr Fuzzy-Finding-Integration. Da ist meine Editor-Integration im Moment noch sehr stark verbesserbar, aber gerade so die Basic-Workflows wie Branch wechseln, Sachen committen, genau, dem letzten Commit was hinzuzufügen, Änderungen pushen, pullen und so, die mache ich eigentlich alle über eben die Integration, die ich vorher genannt habe. Also wenn ich gerade sowieso im Editor bin. Dazu noch für Conflict Resolution kann ich dir, da du ja BIM-Nutzer bist, offensichtlich DivView sehr empfehlen als Extension. Okay. Das hat schöne Darstellungen für so Three-Way-Merges oder sowas, wo dann quasi alle drei zustimmen, wer auf einmal siehst und dann Stück für Stück in die einzelnen Konfliktmarken springen kannst. Ja. Da habe ich auch schon mal ein YouTube-Video zu gesehen, wo jemand quasi spezifisch auf das Thema, wie macht man so ordentlich Merging und Conflict Resolution mit Vim Fugitive, ich habe das irgendwie nur mal spät nachts am Handy angeguckt und nie wirklich umgesetzt. Muss ich irgendwann mal noch machen. Gibt es weitere Fragen? Okay, dann hoffe ich, ihr hattet irgendwas gefunden jeweils, um was mitzunehmen. Wenn ihr so noch Fragen habt, kommt nachher gerne auf mich zu. Vielen Dank.